Brot, Steine, Scherben, Bootleg. Hallo und herzlich willkommen zum Todsteine Scherben Podcast mit einer weiteren Bootleg-Folge nach langer Pause, dass wir diese Serie mit dem Bootleg voll ein bisschen schleifen lassen haben, weil alle sehr beschäftigt waren und so, haben wir heute uns zusammengesetzt, um für euch eine kleine Bootleg-Folge zu zweit aufzunehmen, und zwar mit mir, Ela, und meinem Freund, dem Freddy. Hi Ela, ja. Relativ spontan, und das ist schon die 5. Bootleg-Folge, aber irgendwie auch die 25. oder 26. Folge insgesamt. Na, also ich ziehe die Bootleg-Folgen irgendwie so ein bisschen dazu. Ja, statistisch gesehen sind wir also gut im Rahmen, glaube ich, für ein Jahr und ein paar zerquetschte Podcasten, glaube ich. Ja, es wird auch irgendwann mal mehr, also genau. Bin ich von überzeugt. Momentan sieht es aber schwierig. Ja, genau. Momentan sieht es ja eher leider nicht so aus. Wir berichten heute, ich sage einfach mal das Datum, am 16.03. Wir sitzen beide in Deutschland, sitzen beide nicht in der Quarantäne, aber sind so kurz vor dem Lockdown, glaube ich, in Deutschland, wo viele Geschäfte schon angekündigt haben, dass sie schließen aufgrund der Corona-Krise, die ausgebrochen ist. Und das hat auch so ein bisschen, ist auch der Hintergrund, warum wir uns heute, glaube ich, zum Podcasten getroffen haben, zumindest digital getroffen haben oder virtuell getroffen haben. Weil ich glaube, was die Leute jetzt an Zeit haben, können sie mal vielleicht im Podcast hören investieren. Ja, so, nein, aber ich finde es auch wichtig, dass man sich ein bisschen unterhält und dass man Sachen einordnen kann, miteinander passt, weil, wie nennt sich dieser neue Fachbegriff? Social Isolation? Nein, Social Desolation? Irgendwie sowas. Ich weiß es leider nicht. Man wird ja gesellschaftlich dazu aufgefordert, oder generell die Regierung fordern auf, dass die Leute sich sozial miteinander, voneinander, zumindest physisch distanzieren, weil die Infektionsfälle gestoppt werden soll, beziehungsweise die Kurve ein bisschen abgeflacht werden soll, damit unser Gesundheitssystem nicht zu viele Patienten auf einmal aufnehmen muss. Genau, also das Ziel ist halt, dass unser Gesundheitssystem damit nicht überlastet wird und damit wir nicht so eine Lage haben, wie zum Teil jetzt in Italien sehr krass, sehr deutlich geworden ist, mit sehr selektiven Aufnahmen von Patienten mit einer schweren Krankheitsform der Covid-Infektion. Und ist gerade eine sehr bizarre Zeit, oder? Also ich finde das alles total seltsam. Und ich bin ja eher so ein rational denkender Mensch, der versucht das auch in dem Sinne irgendwie so, also ich habe das lange auch sehr nicht runtergespielt, würde ich es jetzt nicht sagen, sondern sehr belächelt, was für eine Gefahr eigentlich davon ausgeht. Und jetzt mittlerweile mehr erwischt man sich selber dabei, wie paranoid man eigentlich geworden ist durch diese Krise, die jetzt momentan durch Europa und die ganze Welt ja eigentlich grassiert, ne? Ja, ich kann darauf bestätigen, man durchläuft irgendwie so mehrere Phasen. Vor 3-4 Wochen haben wir noch so Witze drüber gemacht, ne? Also vielleicht auch so dumme Witze, aber jetzt hat sich das schon ein bisschen leicht verändert. Man geht auf die Straße ist leerer, und das erzeugt ja schon irgendwie ein mulmiges Gefühl, und es geht auch nicht an jedem so einfach so spurlos vorbei, ne? Also ich denke mal, das wird schon was mit den Leuten machen. Und auch viele Leute sehr, sehr verunsichern, also mich mit eingeschlossen, ne? Also ich weiß nicht, wie du das so erlebst. Also ich finde das irgendwie sehr, sehr verunsichert, die Situation gerade. Ich kann mal so ein bisschen berichten aus meinem Zivi. Damals habe ich auf einer geschlossenen Station gearbeitet, also für psychisch Erkrankte. Und dort ist der Norovirus ausgebrochen. Und da war sowas Ähnliches zu beobachten, nämlich zuerst hat man darüber gesprochen, so, was ist erstmal der Norovirus? Ich hatte da als Zivi null Erfahrung und dachte so, okay, es wird wohl was Harmloses sein. Aber das ist ja diese Krankheit, wo du zeitgleich
im schlimmsten Fall zeitgleich erbrechen und Must- und Durchfall hast, was sehr, sehr ungünstig ist, weil dann muss er halt auf dem Klo sitzen und einen Eimer vor dir haben. Ist wirklich sehr, sehr fies. Das Schlimme dabei ist für ältere Menschen der Flüssigkeitsverlust und quasi all deine Elektrolyte werden ausgespült. Damals war das auch so, das hat man als, wie alt war ich, 19 oder so, ne? Das hat man ziemlich gut weggesteckt. Aber da gab es auch mehrere Phasen, ne? Zuerst so das Belächeln, man darf sich jetzt lustige Kleidung anziehen und seine Hände ständig desinfizieren, aber wenn man merkt, dass das die Ersten auf der Station haben und dann auch Pflegekräfte, nimmt man sich so, oh, das könnte mich jetzt auch treffen, und dann hat es mich auch irgendwann getroffen nach 2 Wochen. Mhm. Es ging ziemlich schnell und war auch fies. War auch wirklich fies. Mit Magenkrämpfen und was weiß ich was allem. Keine schöne Geschichte. Nee, also schützt euch auch vor dem Neurovirus. Genau. Also schützt euch vor dem Neurovirus, liebe Zuhörer. Das ist echt ganz schön kacke, im wahrsten Sinne des Wortes. Der ist wirklich scheiße. Also das ist wirklich eine fiese Geschichte. Und so auch jetzt dieser Virus, das will man auch nicht haben, ne? Also als junger Mensch kann man das wohl auch ganz gut wegstecken. Aber wer garantiert dir, dass du das gut wegsteckst? Und wir haben ja auch nur Angehörige, die sind dann vielleicht nicht in der physischen Verfassung. Ne? Ja, genau. Dadurch, dass das jetzt so schleichend auch über die letzten Monate und Wochen halt nochmal irgendwie so zunehmend näher an Europa rankam, wurde es einem ja schon irgendwie bewusster, aber das ist jetzt halt so, also die Ereignisse in Anführungsstrichen oder die Effekte, die darauf auf das öffentliche Leben zukamen, die sind ja jetzt relativ fix innerhalb von wenigen Tagen kommen, und irgendwie weiß noch keiner so richtig, wie man sich jetzt verhält. Und da gibt es natürlich, was mich dabei immer am meisten ärgert, ist halt einfach diese Unzahl an Fake News und falschen Nachrichten und falschen Verhaltenskodexen, die jetzt auf einmal aufgestellt werden, ja. Und natürlich, was, glaube ich, jeden ärgert, sind halt diese bekloppten Hamsterkäufe, die Leute machen. Und jetzt steht man, wenn man von der Arbeit kommt, vor leeren Regalen, weil Leute denken, die werden nie mehr einkaufen gehen können, ne? Also. Ja, zum einen das, ja, zum einen diese WhatsApp-Kettenbriefe, die man selbst dann von seiner Verwandtschaft bekommt und denkt sich, ah, muss ich die jetzt noch aufklären oder muss ich da jetzt noch irgendwie das richtig stellen? Ist das jetzt meine Aufgabe? Und dann noch diese Hamsterkäufe, das ist auch noch ganz schlimm. Obwohl ich jetzt nicht abstreiten kann, dass ich vielleicht eine Packung Klopapier mehr gekauft habe als sonst. Du, das ist aber auch so, das nimmt man dann auch irgendwann an. Also, ne, ich war letztens auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, musste irgendwie Geld holen. Und dann stand ich irgendwie so am Sparkassenautomaten und habe Geld halt irgendwie abgehoben. Und daneben waren Kodi und die hatten halt gerade Klopapier im Angebot. Und wie die hinterletzte Kartoffel war ich natürlich so super kartoffelig unterwegs und dachte, jetzt musst du aber auch Klopapier kaufen, weißt du? Und du hast ja jetzt nicht den ganzen Einkaufswagen damit voll gemacht, ne? Nein, ich habe eine Packung geholt. Und du hast eine Packung geholt, also du hast eine Packung geholt, die du jetzt wahrscheinlich nicht geholt hättest in einer normalen Arbeitswoche oder wann auch immer. Ja. Aber dann hast du dich halt zusätzlich geholt. Das soll ja auch okay sein. Und es wird ja auch noch genug geben. Ich habe gestern war das ein Video gesehen, wie ein Staplerfahrer lachend durch eine Halle voller Klopapier gefahren ist. Hast du das auch gesehen? Nee, finde ich großartig, super, ja. Ja, es wird nicht alle gehen, das ist auch total, total unrealistisch. Und welche Firma würde jetzt nicht sagen, oh, jetzt fahren wir mal die Produktion ein bisschen hoch, es besteht mehr Nachfrage. Also von allem wird die Produktion jetzt hochgefahren, was man so im Supermarkt leer kauft. Also da wird man jetzt nicht einen Mangel haben. Wir werden nicht Klopapier, wir werden uns nicht mehr den Arsch abwischen können. Also das Was haben die Leute mit dem Mehl? Was haben die Leute mit dem Mehl? Du kannst mir doch nicht sagen, dass so viele Leute Brot backen oder Brot backen können. Ja, das haben wir uns auch gefragt. Also meine Freundin und ich, wir haben dann auch darüber gesprochen, was ist denn jetzt eigentlich,
Was ist jetzt, warum kaufen die Leute Mehl? Als ob die Leute jetzt auf einmal anfangen zu backen, ja? Für ja. die große Krise kann, also ich stelle mir jetzt gerade so Hausmütter vor, die jetzt mit ihren 36 Kindern zu Hause sitzen, weil die Kitas und Schulen zu haben und dann verzweifelt ein YouTube-Video anklicken, wo man das beste Brot und das beste Graubrot herstellen kann, ja? Ja, ich kann mich daran erinnern, ich habe mir mit Chrissy vor ein paar Jahren mal eine Brotbackmaschine gekauft, weil wir dachten so, ja, morgens frisches Brot backen oder morgens frisches Brot gebackt zu haben, das stellt man ja über Nacht an. Also diese Brotbackmaschine kann man abends halt befüllen mit den Zutaten, die man da reinhaben möchte. Und dann ist ein Timer und um irgendwie, weiß ich, 5 Uhr geht das los und um 7 Uhr hast du dein Brot. Ja. So. Aber einmal benutzt, Erfahrung, oder? Doch, schon mehrmals. Aus der Erfahrung heraus muss ich sagen, diese Brote schmecken alle nicht oder schmecken sehr pampig. Also das altert dann aus, dass du dir Brotgewürz und sowas holst, damit es einigermaßen schmeckt. Mhm. Und mittlerweile benutzen wir das Ding als Pizzateig-Knet-Automaten. Dafür ist es wirklich gut. Mhm. Aber selber Brot backen, da musst du dich erstmal einarbeiten und das kannst auch zum Bäcker gehen, ganz ehrlich. Ja, aber wir stehen ja jetzt in der Verantwortung, Freddy. Wir sind ja jetzt, also wenn Max dabei wäre, wäre er auch mit in der Verantwortung, glaube ich. Aber wir sind ja jetzt Künstler und ich glaube... wir sind auch nicht Tagesschau.de, ne? Wir müssen jetzt nicht so viel einordnen. Wenn ihr das in 100 Jahren oder 5 Wochen hören solltet, dann wisst ihr ja schon eigentlich Bescheid. Genau. Und ich glaube aber, dass vielleicht sehen wir das als Künstler so. Also ich merke das so, dass diese ganze Verunsicherung, diese Kacksituation, in der wir jetzt alle irgendwie stecken, dass das ganz schön deprimierend sein kann. Und was mir total geholfen hat, ist, sich einfach abzulenken von der aktuellen Situation. Ich glaube, so ein Podcast kann auch sehr gut dabei helfen, sich ein bisschen abzulenken von der ganzen Kacke, die um einen herum geht. Weil ich habe gerade schon irgendwie das Gefühl gehabt, so es ist, also so nach, ich hatte gestern so ein richtiges Tief, als die Situation dann halt irgendwie so ausgebrochen ist, dass man sich dann doch schon sehr viel Gedanken macht und mal gucken, wie die Zukunft aussieht und so. Und irgendwie ist ja auch kein Ende in Sicht und sowas und das ist irgendwie deprimierend und vielleicht sind wir als Künstler oder wir als Podcaster oder wir als Unterhalter generell jetzt gerade echt in die Pflicht genommen, wenn wir das schon nicht live machen können, als Künstler, als Musiker oder sonst was, die Leute irgendwie noch ein bisschen zu unterhalten und ein bisschen abzulenken. Und ich glaube, dafür können wir die Folge, also zumindest dieses bisschen Folge, das wir heute hier aufnehmen, hier nutzen und vielleicht erfreut sich der ein oder andere daran, dass wir nicht nur über das Virus sprechen, sondern vielleicht auch über was anderes. Vielleicht auch über die Konzertabsagen. Ja. Nee, dazu möchte ich nur sagen, es ist ja schon was Existenzielles und es geht schon an die Psyche, das ist klar. Und man muss auch sagen, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der auch We live in a society. Leute, ja, Depressionen haben oder sich auch schon so ohnehin einsam fühlen irgendwie. Und dass es in solchen Zeiten natürlich noch ein bisschen schlimmer ist und wenn man dann sich nicht aufrafft, seine Kontakte zu pflegen, das ist dann schon echt blöd, ne? Also man kann da vielleicht nur jeden Tipp geben, sucht euch, wenn ihr wirklich nichts zu arbeiten habt oder nichts zu tun habt, sucht euch Aufgaben, sucht euch irgendwie Kontakte. Man kann ja die neuen Möglichkeiten der Kommunikationswege nutzen, Skypen, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Discorden, so wie wir jetzt gerade. Genau. Oder WhatsApp, Sprachnachrichten verschicken, was der totale Horror ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Sprachnachrichten geht gar nicht, aber macht das jetzt erstmal für ein paar Wochen. Das ist so richtig, also wenn man eine Sprachnachricht kriegt bei WhatsApp, das ist auch, das finde ich, ist auch richtig deprimierend, weißt du? Du willst eine Information haben von jemandem und du, ne, weil Lesen ist ja total schnell. Du kannst ja so einen Absatz in WhatsApp oder so ein paar Sätze kannst du ja total schnell runterlesen, ne? Und dann kriegst du so eine kacke Sprachnachricht und die ist halt einfach mal 45 Sekunden lang und da erzählt einer gerade, wie er hier, was weiß ich, auf dem Klo sitzt und eigentlich willst du nur eine Information haben, aber der drückt sich dann oder die drückt sich dann so lange aus, das ist fürchterlich, oder? Klar.
kleiner Tipp am Rande, du musst nur die letzten 10 Sekunden hören, weil dann ist die Person an dem Punkt nochmal alles zu wiederholen. Das ist sehr klug, ja, muss ich mir merken. Nochmal also eine Zusammenfassung für Dove. Die ersten 35 Sekunden nicht anhören und in den letzten Sekunden sind dann sowas, sind dann so Sachen wie Rückfragen oder eine Kurzzusammenfassung oder, ja. Top, muss ich bemerken. Aber womit man sich auch gut ablenken kann, ist Fernsehen. oder Fernsehen. Was Fernsehen und Serien, ne? Binge-Watching. Ja. Genau. Wir haben jetzt die neue Sendung von Kurt Krömer, also sein neues TV-Format angefangen. Ich weiß nicht, kennst du Shea Krömer? Shea Krömer, genau. Also hast du es schon gesehen? Ich habe es nicht gesehen, ich habe es aber mitbekommen, dass es langsam so anfängt. Ist das ein YouTube-Format oder was ist das? Du, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben das jetzt über die ARD-Mediathek geschaut. Da kannst du ja auch alle Folgen angucken. Da sind bis jetzt 2 Staffeln in Anführungsstrichen raus mit jeweils 4 und einmal 6 Folgen in der zweiten Staffel. Und das Format ist ein bisschen anders als die von, also was heißt ein bisschen anders? Das ist schon ähnlich das, was Kurt Krömer vorher gemacht hat. Also, dass er Leute kannst eingeladen hat. Kannst du Kurt Krömer mal ganz kurz erklären? Ist das ein Komiker, ne? Also. Genau. Also, er wird gerne von der Presse beschrieben als der Punk im Körper eines Büroangestellten oder eines Bankangestellten, was ich sehr, sehr passend finde. Also, dieser Charakter Kurt Krömer mimt halt den Deutschen, würde ich jetzt mal so sagen. Also, so einen spießigen Typen, aber der Charakter ist es eigentlich gar nicht, sondern er sieht halt nur so aus. Was er halt in den Sendungen vorher gemacht hatte, also als Komiker ist Kurt Krömer, tritt halt auch live auf. Ich habe ein paar Programme von dem gesehen. Vor kurzem war der auch mit einer Show, die Stresssituation hieß, auf Tour. Die haben wir leider nicht wahrnehmen können, obwohl wir da Tickets für hatten. Und er hatte immer wieder in der Vergangenheit die TV-Formate und die fand ich immer sehr, sehr gut. Also einmal die internationale Show. Da hatte er immer wieder Gäste eingeladen, die gerade in der Populärkultur irgendwie eine Bedeutung hatten und hat dann die im Prinzip auf eine sehr freche Art platt gemacht. Also der hat Interviews geführt, wo es gar nicht um die ging, sondern wo immer wieder blöde Rückfragen kamen und dann war das so ein sehr, sehr anarchistisches TV-Format, ja. Also am besten ist eigentlich die Folge mit dem ich habe seinen Namen vergessen, mit einem Arzt aus der Charité in Berlin, der auch gleichzeitig Buchautor ist und die haben dann in der Sendung, weil Kurt Krömer irgendwann gesagt hat, so, wir haben jetzt alles besprochen, was sollen wir jetzt machen, und dann meinte sein Gast halt, sollen wir uns ein bisschen schubsen oder so, und dann haben sie halt angefangen, sich auf der Bühne in Anführungsstrichen rumzuschubsen, und das war super, ja, also so komplett anarchistisch und komplett daneben eigentlich, was gar nicht in so ein TV-Format passt. Und das neue Hört sich schon mal gut an, aber er hat auch, sag ich mal, er hat jetzt nicht die Gäste, die man sich so normalerweise einladen würde, ne? Ich guck mal so in die Liste. Markus Prinz von Anhalt, ja. Sophia Tomalla, Erika Steinbach, das ist ja schon teilweise, ich sag mal so, das sind ja nicht unumstrittene Personen und klingt schon ein bisschen trashig. Oder? Also was er jetzt in diesem neuen Format, das du jetzt gerade vorgelesen hast mit den Gästen, Shea Krömer, das Konzept ist, das sagt er irgendwann innerhalb der Show auch, sagt er, also ich lade zwei entweder Freunde oder Arschlöcher ein, ich löse aber nicht auf, wer ist. Und wir haben jetzt alle Sendungen geguckt, die bis zu diesem Punkt, also bis zum 16.03. rausgekommen sind, haben wir jetzt da rutscht mir das Headset von den Ohren, haben wir alle Sendungen geguckt und da waren halt super viele Politiker dabei. Also zum Beispiel die erste Folge war, glaube ich, mit Philipp Amthor, was großartig war. Also dieses 27-jährige CSU-Mitglied, worüber sich andauernd wieder lustig gemacht wird, auch in den populären Medien, weil er halt, naja. Ne, weil er halt 27 weil er für sein Alter halt, verhält sich halt sehr atypisch, ne? Ja, genau. Er ist halt eben nicht der hippe junge Typ und hat halt so sehr konservative Werte, passend zur CSU halt. Und hat sich halt auch diesen komischen Duktus angeeignet, ne? Und diese komische Rhetorik, genau. Auf keine Frage konkret zu antworten, sondern immer, ich finde es ein bisschen läppsch, immer so Nachfragen zu stellen auf Fragen und so. Also es ist schon wirklich die allerunterste Trickkiste, aber okay, da kommt er wohl mit durch, ne?
Ja, und die Folge war großartig, weil Kurt Kurber hat ihn eingeladen und hat sich eigentlich nur über sein Alter lustig gemacht. Das war sehr witzig. Also wirklich unterste Schiene eigentlich, ne? Also der kam rein und dann hat er, also die Gäste dürfen Getränke haben und dann hat er ihm halt so Drehdrinks angeboten, ne? Also diese Plastikflaschen mit den Getränken drin, halt diese Dreh und Trink. Mm. Ja. Und hier haben wir Fanta, hier haben wir Orange, hier haben wir Zitrone, hier haben wir Cola. Ja, für Cola ist das ja vielleicht schon ein bisschen zu spät für dich oder so. Also es war schon echt unterste Linie und dann hat er ihm halt echt ein Malbuch hingelegt und sowas, wo man halt denkt, ey, der fucking Typ ist halt ein Politiker, ja. Und der nimmt da nicht die Hand vor den Mund, Kurt Krömer, und das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Also er macht die Leute halt auch doof an und es passt irgendwie zu diesem anarchistischen Typen irgendwie dazu, zu diesem Charakter. Und jetzt die zwei letzten Folgen, die ich sehr gut, also die vorletzte Folge fand ich extrem gut, weil er da fast aus der Rolle gefallen ist. Das war die Folge mit Erika Steinbacher, die ja lange CDU-Mitglied war und dann Steinbach, genau. Die lange CDU-Mitglied war und dann nach Austritt aus der CDU, weil sie mit der Flüchtlingspolitik nichts zu tun haben wollte von der CDU, dann ja in so eine rechtspopulistische Ecke gegangen ist. Mhm. Ne? Ja, und, das kann mich erinnern. Genau, also mit so AfD-Support und sowas. Und Kurt Krömer ist da fast aus der Rolle gefallen. Also, weil der ist halt. Kurt Krömer ist als Mensch auch sehr politisch engagiert gewesen und oder ist es immer noch und also es gab so eine Situation in der Sendung, ich will da jetzt mal einmal kurz vorgreifen, weil ich das sehr eindrucksvoll fand. Mhm. Es war nicht viel zu lachen in der Sendung, in der Folge mit ihr. Und an einer Stelle hat er echt pausiert, auch ziemlich lange pausiert und ist dann irgendwann aus dem Raum, aus diesem Interviewraum rausgegangen und hat sich erstmal hingesetzt und meinte halt so, ja, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ne? Weil er halt nicht fassen konnte, dass Leute wie sie halt heutzutage noch existieren können, die so solche Ansichten haben. Und das fand ich sehr eindrucksvoll und sicher nicht professionell, aber auf jeden Fall sehr menschlich in dem Moment. Und das fand ich schön, dass er immer wieder auch in den anderen Sendungen oder in seinen Live-Auftritten auch immer wieder so menschliche Momente hat, wo du merkst, okay, das ist jetzt nicht der Charakter Kurt Krömer, das ist jetzt der Mensch, der dahinter steckt. Und der ist halt bekennt gegen rechts. Und wenn halt Leute sich mit doofen Sachen verteidigen, dann kann er da sehr gut drauf anspringen und reagieren. Und da war er einfach fassungslos. Ja, also wie ein Mensch, der das Leid von Deutschen über das Leid von Migranten stellt, wie so ein Mensch heutzutage noch existieren kann. Ja, ja, aber es ist ja anscheinend von ihm aus sehr mutig, sag ich mal, in diesen Diskurs zu gehen und von ihr auch irgendwie sehr mutig, sich diesen Diskurs zu stellen, ne? Sie ist ja, sie hat ja wahrscheinlich schon vermutet, was sie da erwartet, ne? Ja, das ist, die äußert sich offen, ziemlich offen über die Internetkanäle, also vor allem über Twitter, halt ihre Perspektiven und sowas und dass sie mutig genug war, in so eine Sendung zu gehen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dass sie sich eigentlich gar nicht auf den Diskurs eingelassen hat, sondern sehr starr in ihren Gedanken war und da auch wieder zu schwammig war, um tatsächlich zu sagen, jo, ich bin rechts in Anführungsstrichen oder ich bin, wieder diese typische AfD-Rhetorik auch mit dabei gehabt und so. Das war sehr, sehr, sehr interessant und ich will das jetzt noch ein bisschen zusammenfassen, weil ich glaube, wir haben noch viel mehr zu besprechen hier in dieser einen Stunde. Ja, aber Schick Krömer ist tatsächlich ein Format, das könnt ihr euch gerne in der ARD-Mediathek angucken, ist komplett gratis. Es gibt sehr witzige Momente, es ist sehr politisch, natürlich, der hat viele Politiker eingeladen und das ist sehr interessant mal zu sehen, wie Politiker in so einer, in Anführungsstrichen, Comedy, in so einem Comedy-Format funktionieren, ja, und wie Kurt Krömer da immer so die Leute reizen kann. Das ist sehr, sehr schön. Also es macht Spaß. Ja, und das Schöne ist wahrscheinlich auch, also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, es ist wahrscheinlich nicht die 100. Anne-Will-Folge, die man gesehen hat und sich danach nur noch aufregt. Ne? Nee, überhaupt nicht. Es ist sehr schön. Er lässt Konflikte auch offen stehen. Das finde ich immer sehr gut. Also ja, sehr cool. Ja. Cooler Tipp. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Schick Krömer. Okay,
Was habe ich letztens denn angefangen? Und ich habe die dritte Staffel von Chilling Adventures of Sabrina. Sabrina, ja. Lief, ja. Es war gar nicht mal so schlecht, nur es wird immer kitschiger. Also es ist schon, also die ersten zwei Staffeln, die waren schon, also das ist wirklich nichts für jeden. Und ich werde ja über, ich werde ja für meinen Geschmack oder sag ich mal für meinen popkulturell geprägten TV-Geschmack ein bisschen belächelt, ne? Ich sag ja mal Jumper. Ich fand's auch zu Anfang nicht schlecht, aber am Ende war es ein bisschen übertrieben, aber auch gar nicht mal so scheiße. Es ist halt, ich finde halt solche Sachen total entertaining. Ich kann auch nicht sagen, wieso. Es ist schon ein bisschen trashig, aber ich mag auch die dümmsten Anspielungen davon. Also es ist schon, ich fand es echt nicht schlecht. Mir hat es am Ende noch gefallen, obwohl man sich so währenddessen man da sieht, sich schon leicht schämt. Ja. Und also ist das so, wie manche Leute zum Beispiel, mein Gott, ich vergesse, wie die Sendung heißt. Verdammte Scheiße, mir ist das gerade noch ein. Manche Leute sowas wie Germany's Next Topmodel gucken, einfach nur aus dem Gag heraus, weil die es so faszinierend finden und den Kopf ausschalten können? Oder wie würdest du Sabrina gucken, in einem Mindset, meine ich? Vielleicht nicht ganz in dem Mindset. Es ist ja sehr professionell produziert, ne? Also es ist ja schon nicht schlecht gemacht. Es ist handwerklich echt eine gute Serie. Von irgendwie den Kostümbildern bis über, keine Ahnung. Nur halt die Story leidet dann irgendwann doch drunter, ne? Dass man es irgendwie ausreizt. Und ich finde es halt, man guckt sich das ein bisschen unter dem Aspekt an, sag ich mal, auch als Metal-Fan, weil man ja viele Begrifflichkeiten oder sag ich mal satanische okkulte Begrifflichkeiten schon mal gehört hat, und dass sie dann in so einen Teenie-Serien-Kontext gerückt werden, ist ja doch schon ein wenig komisch, witzig. Also okay. so aus der Perspektive kann man das schon schauen. Ja. Ist ganz nett. Okay. Kennst du Riverdale? Hast du da mal reingeguckt? Ja, das soll wohl vom gleichen Produzenten und Produktionsteam stammen, also es ist auch irgendwie im gleichen Universum angesiedelt. Okay. Riverdale ist wohl liegt direkt neben Greendale, und Greendale ist da der Ort oder die Welt, in der Sabrina sich abspielt. Okay, also es hat wohl miteinander zu tun, wohl nicht direkt, aber irgendwie ist es so eine Mache. Okay, okay. Ja. Weil das Geile ist ja, Riverdale hat ja ein riesiges, also hat eine riesige Fan-Community, also in den USA zumindest. Aber die guckt, alle gucken das nur ironisch, keiner guckt das ernst. Das ist nicht so geil irgendwie. Ja, es ist schon, also man guckt sich auch Sabrina schon ironisch an, aber man guckt es ja weiter, ne? Und ist immer so. Gerade dadurch, dass man es guckt, würde ich sagen, dass man das nicht rein ironisch guckt. Man guckt das auch schon aus Interesse. Und da kann man ja noch so cool sein. Es ist ja Entertainment. Ja. Ich würde es einfach aus einem Entertainment-Aspekt betrachten. Und da sollte man sich nicht für schämen oder was weiß ich. Ich erzähle es ja hier auch. Könnte auch irgendwie erzählen, dass ich die geilsten VHS-Horrorfilme der letzten 70 Jahre mir anschaue, tue ich aber nicht. Ja. Ja. Oh, da kommen wir aber auf ein Thema, da könnte ich jetzt, ich war am Freitag noch im Kino, als die Kinos noch nicht geschlossen waren. Und ich habe mir einen Film angeguckt, den ich ja sehr im Vorhinein schon sehr heiß angekündigt habe, und zwar Farben aus dem All oder Die Farbe aus dem All. Ja, da bin ich mal sehr interessiert dran. Ja. Was sagst du dazu? Puh, also ich habe davor schon Kritiken gelesen, die gesagt haben, das ist nicht so gut, und ich muss mich leider den Kritiken auch anschließen. Ich habe einen Mandy Nick Cage erwartet und ich habe einen Ghost Rider Nick Cage bekommen. Scheiße. Ja, also ich habe ja, glaube ich, schon mal hier erzählt, ich glaube sogar in der letzten Folge habe ich erzählt, wie sehr ich eigentlich H.P. Lovecraft schätze und vor allem Farbe, die Farbe aus dem All sehr schätze. Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten von ihm.
Und dementsprechend habe ich mich sehr auf den Film gefreut. Und ja, nach dem Auftritt von Nicolas Cage in Mandy war ich dann nochmal so doppelt irgendwie angeheizt, aber ich muss echt sagen, das war nix. Nee, das war nix. Also vielleicht war meine Erwartung zu hoch, aber das war tatsächlich ein Film, der leider nicht meinen Erwartungen entsprochen hat, um es mal so zu sagen. Also um die Story mal kurz aufzuklären, es geht darum, dass eine Familie, also die Originalstory, da geht's, also ein in der Originalgeschichte geht es darum, dass ein Mann die Geschichte hört von der Gardner-Familie, die im ländlichen Bereich lebt, und da kommt ein Komet runter, und aus dem Kometen kommt eine Farbe, die die Leute halt verrückt macht. Um das mal so ganz kurz platt zusammenzufassen. Und die Farbe ist unbeschreiblich, haben wir ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, wie gruselig das eigentlich ist. Und in dem Film ist das so, dass das so ein bisschen an die heutige Zeit angepasst wurde. Das heißt, es spielt im Heute, und die Charaktere wurden natürlich entsprechend auch angepasst. Und der Landvermesser, der im Originalbuch drin vorkommt und die Sache ja nur als Dritter erzählt, der hat dann einen aktiven Part in dem Film, und das ist alles, das ist alles nicht so gut. Also es war bemüht, sagen wir es so, aber nicht gut umgesetzt. Also es hat mir leider nicht so gut gefallen. Es wirkte schon echt zum Teil wie so ein Direct-to-DVD-Film mit einem viel zu hohen Budget. Also, ne? Also eigentlich schon ein B-Movie, ganz klar. Ja, also es hatte schon echt so B-Movie-Anleihen, aber dafür halt ein viel zu hohes Budget, sage ich jetzt mal. Ne? Also die Effekte waren nicht schlimm genug, als dass man sie belächeln konnte. Es war alles gut gemeint, glaube ich, aber halt echt nicht gut gemacht. Also im Interview kam es nicht so rüber, wie es hätte rüberkommen sollen, und das fand ich halt sehr schade. Die Geschichte wurde halt in vielen Bereichen auch nochmal abgeändert. Allein schon diese Erzählerperspektive, die dann von einer ganz anderen Rolle sozusagen übernommen wurde, und das war alles so ein bisschen alles daneben. Viele Sachen, die halt in dem Buch gut rüberkommen, weil die, also ich glaube halt, was, wenn du Autoren hast wie H.P. Lovecraft, der eigentlich dadurch lebt, dass es nicht explizit darstellbar ist, was er eigentlich ausdrücken möchte. Und das ist ja auch so ein wiederkehrendes Element in den Geschichten von H.P. Lovecraft, etwas Unbeschreibliches. Er hat ja kein visuelles Medium, er hat ja keine visuellen Medien genutzt, ne? Oder genau. Ich sag mal so, seine Bücher waren ja wahrscheinlich nicht bebildert. Genau. Ja. Und die Geschichten, die drehen sich ja auch häufig um Sachen, die halt nicht beschreibbar sind. Die werden ja beschrieben, aber im Prinzip steht immer davor, also die werden versucht, so kryptisch zu beschreiben, die werden versucht, so explizit beschrieben zu werden, wie nur möglich in den Büchern. Aber man kann sich das ja nicht vorstellen, weil immer wieder geht halt damit einher, dass er sagt, es ist eigentlich unvorstellbar, was da zum Beispiel für Gebäude stehen oder sowas. Oder was man da sieht, ja, was das für Wesen sind. Das funktioniert ja auch generell in dem Buch, wird sich jeder was anderes vorstellen unter einem Monster, wenn das beschrieben wird, als wenn du es tatsächlich auf der Leinwand siehst. Und da hast du es halt sehr explizit gesehen. Also das Monster, das da drin vorkam. Da kommen halt so zwei Monster drin vor. Eins war nicht gut, das andere. Aber das ist schon so ein Alien-Film, ne? Also jetzt nicht Alien, also ja. nicht die Alien-Reihe, sondern es kommt was aus dem All. Genau. Bedrohung aus dem All, ne? So, das ist das Grundmotiv. Genau, und das wird ja auch gar nicht aufgeklärt, was eigentlich diese Bedrohung aus dem All macht. Das ist ja das Interessante. Also man weiß ja, da passieren ganz viele komische Sachen, aber es steht keine Logik dahinter, oder für uns keine erfassbare Logik dahinter. Und in dem Buch funktioniert das sehr gut, aber in dem Film funktioniert das nicht sehr gut, weil du trotzdem die bildliche Darstellung dazu hast. Also, ne, das ist ja das Besondere an der Geschichte oder an den Geschichten von Lovecraft, die folgen ja einer Logik, die nicht logisch ist für uns Menschen, weil die kommen ja aus der Galaxie und alles ganz anders, und wir haben noch nicht die Logik dahinter erkannt, was da eigentlich dahinter steckt. Ja, das ist ja das besonders Gruselige an den Geschichten. Und das wurde jetzt versucht, im Film richtig durchzusetzen, und das hat halt echt nicht gut funktioniert. Also, ich war nicht enttäuscht. Obwohl, das vielleicht Unbekannte falsch. Aus dem All, das funktioniert ja in anderen Filmen sehr gut eigentlich. Ne? Das wundert mich total. Weil es gibt weil es aber einer bestimmten Logik sehr folgt. Gute Filme. Ja, okay. Weißt du, was zum Beispiel auch so ein Film ist, also ich weiß nicht, hast du jemals mal Solaris von Stanislav Lem gelesen? Oder den Film gesehen? Oder einen der Filme? Leider nicht. Nee, also da geht es darum,
das Planet erforscht wird, Solaris. Und ich habe einen Trailer irgendwann mal gesehen. Genau, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ich habe auch nur das Buch gelesen, ich habe keine Filme gesehen. Also es gibt so eine... Film so eine, war von 2002 schon mit Josh Clooney. Gibt ganz viele, gibt ganz viele. Ich glaube 3 oder 4 Verfilmungen von dem Film, von dem Buch. Und bei Solaris ist das eigentlich auch ähnlich. Also es folgt keiner weltlichen Logik, wie Sachen ablaufen. Also was dieser Planet mit den Menschen macht. Es ist halt irgendwie nicht beschreibbar so. Ne? Mhm. Und das drückt auch ein bisschen die Faszination aus. So. Und wenn du eine Geschichte hast, die so bizarr ist und nicht unserem Verständnis, also die Handlungsstränge nicht unserem Verständnis folgen, also wie zum Beispiel so eine kosmische Macht sich ausdrückt, weil manchmal ist die so, deshalb folgt alles einem Ziel, aber wir verstehen es nicht, weil wir nicht wissen, was das Ziel von dieser kosmischen Macht ist. Mein Gott, das klingt jetzt sehr esoterisch. das macht das ja so gruselig. Also wir können die Logik hinter der Geschichte gar nicht erfassen. Ja? Und das funktioniert aber nicht in so einem stringenten Film. Also, das, ne, also in einer linear ablaufenden Handlung funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Und das ist da in dem Film jetzt nochmal sehr deutlich geworden. Ne? Mhm. Ja. Ich habe in letzter Zeit, da fällt mir noch was zu ein, ich habe in letzter Zeit sehr viele Horror-Mangas wieder gelesen. Also irgendwie habe ich es gerade wieder mit Mangas und so. du als alter Manga und Anime-Experte. Nein, genau. Ich wollte noch dazwischen werfen. Es gibt einen sehr guten Film, glaube ich, den man dann vielleicht als Gegenentwurf oder als Gegenvorschlag empfehlen kann. Das ist der Film Science, falls es jemand noch da draußen gibt, der noch nicht gesehen hat. Aus dem Jahr, ich guck mal, 2002. Ja, ich wollte gerade sagen 2000 oder so, ja. Ja, mit Mel Gibson und Joaquin Phoenix. Ja. Und das ist auch ein Film, der hat so, ich sag mal so, das Ende befriedigt einen nicht wirklich, vor allem, weil man dann tatsächlich auch einen Alien sieht und es ist auch sehr schlecht CGI. Ich spoiler schon. Also, aber ich glaube nicht, dass du bei dem Film groß spoilern kannst. Den wird doch, hast du gerade selber vorangestellt, dass wahrscheinlich jeder den schon mal gesehen hat. Ja, ich sag mal so, ich fand den Film sehr gut von der Stimmung her und der Spannungsaufbau, der war genau passend. Also ja. Zumindest damals. Und einfach dieses Unbekannte und es bahnt sich an und es bahnt sich an und es bahnt sich an und es passiert die ganze Zeit nichts und es bahnt sich an. Und das ist einfach eine endlos krasse Spannung und ich muss sagen, für die damalige Zeit war der Film einfach nur fantastisch. Ich würde ihn heute nochmal gerne wiedersehen. Ja. Und dann gab es auch noch einen Alien-Related-Film oder ist irgendwas wieder Unbekanntes aus dem All. Oh, da fällt mir auch gar nicht mehr der Titel dazu ein. Das war vor 3, 4 Jahren. Ging es doch um eine Sprachwissenschaftlerin, Arrival. Die dann irgendwie... Arrival. Der war auch richtig gut. Der war cool, ja. Und der hat auch so einen coolen Spannungsaufbau gehabt. Genau, weil da ist halt auch wieder so, ne? Also auch wieder was wir überhaupt nicht verstehen können. Das hat es wieder so spannend gemacht, ne? Ja. Bei Science ist ein riesen Logikfehler drin, ne? Warum sollten Aliens, die empfindlich sind gegen Wasser, auf einem Planeten kommen, der aus 80% Wasser besteht? Ja, vielleicht wussten die es nicht. Keine Ahnung. Das ist jetzt die Sabrina. Vielleicht haben die einfach nicht recherchiert. Vielleicht haben die eigentlich einfach nicht auf Wikipedia geguckt oder so. Genau. Die sind dann in ihre Alien-Bibliothek gegangen. Und haben gesagt, ja Mensch, den Part aber, den haben wir überlesen mit dem Wasser. Der Tempel war ja echt doof, dachten die sich danach, weißt du. Okay, ich nehm's zurück. Schaut euch lieber Arrival an. Arrival war gut. Ja. Der ist wirklich gut. Da die kurze Zusammenfassung. Aliens treten in Kontakt mit der Erde oder es landet so eine Art Raumschiff und das ist ja auch so ein Szenario, wenn das jetzt passieren würde, neben dem Coronavirus, das würde ja, sag ich mal, das Weltbild aller ins Wanken bringen. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man, sag ich mal, quasi sagt, das Universum ist unendlich und es könnte ja so sein,
Und es ist vielleicht nicht so ganz unrealistisch, aber es würde ja für viele Menschen irgendwie was wirklich Unfassbares bedeuten, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ja. Witzigerweise, was ich auch in den letzten Tagen gehört habe, vielleicht war das auch Fake News, es gab, wie heißt hier die Stabsstelle in der Bundesrepublik für Krisenprävention? Keine Ahnung. Heißt die so? Keine Ahnung. Also sagen wir mal, die heißt so. Ja. Es gibt wohl Pläne, was passiert, wenn Aliens auf der Erde landen, aber es gab keinen Plan für so eine Seuche. Ja, gehst ja auch nicht von aus. Pandemie, also ja. Ja, machst du nix, ne? Also da haben wir nicht mit gerechnet. Mit den Aliens da vom Mars, da haben wir einen Plan für. Ja. Ja. Ich habe ja gerade kurz erzählt. Die Horrormangas, ja. Genau, die Horrormangas. Und ich lese gerade sehr, sehr viel Jinjo Ito. Das ist ein Horrormanga-Schreiber und Zeichner, der schon sehr, sehr lange macht. Der hat zum Beispiel Titel wie Uzumaki rausgebracht. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Uzumaki? Das gar nicht. Bekannt. Okay. Da geht's, der hat eigentlich auch so einen ähnlichen Stil wie H.P. Lovecraft. Nur halt als Manga. Und da habe ich letztens ein Video dazu gesehen, also warum so viele Leute diesen Autor und diese Comics so besonders gut finden. Und der hat ein Element drin, das nur im, also weil es da auch darum ging, warum funktionieren die Geschichten von ihm so gut als Manga, aber warum funktionieren die nicht als Film so gut oder als Serie oder als Anime halt, ne? Weil es da auch mehrere Verfilmungen, mehrere so Animes zu gibt und da wurde halt ziemlich, alle sagen sich da einheitlich, okay, die sind nicht so gut wie die Mangas. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass er die Technik, eine Technik perfektioniert hat, und zwar den Page Flip. Mhm. Also den Seitenwechsel. Das heißt, du siehst zum Beispiel auf der einen Seite siehst du etwas, also wie sich das ankündigt, was auf der nächsten Seite kommt, und du musst aber die Seite umdrehen, damit du halt verstehst, was jetzt kommt. Also du musst eine Seite weiterblättern. Das heißt, da. Also so wie so ein Cliffhanger in der Serie, nur genau. Seitenbasiert. Genau, das heißt, du guckst dir die Geschichte an bis dahin und dann siehst du so ein schockiertes Bild von dem Charakter und dann denkst du dir, oh fuck, jetzt auf der nächsten Seite kommt's auf jeden Fall, da kommt was total Schockierendes, und meistens kommen dann so ein bisschen wie bei Ren und Stimpy diese Nahaufnahmen, so sehr detaillierte Bilder, und das hat er perfektioniert. Ja, krass. Wie heißt der? Jinjo Ito oder Ito Jinjo, geschrieben J-I-N-O. Jinjo? Nee, Jin. Ach, scheiße. Jinjo Ito. Wir packen es irgendwie in die Folge mit rein. Ja, weil ich habe gerade Mutsumaki. Utsumaki. Und ich kriege in der Bildersuche Bilder von Sushi angezeigt. Also da ist irgendwas nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Dann such mal nach. Weiß ich nicht. Aber nur um ja, wir müssen den Hörern ja auch irgendwas bieten, ne? Genau. Wenn du denen schon davon erzählst, die müssen ja irgendwie das nachschlagen. Dann erzähl ich mal von einer Geschichte, die ich total geil finde von ihm. Also der hatte viele so Kurzgeschichtenbände zusammengefasst, die gibt es heute heutzutage auf Amazon gut zu kaufen und auch relativ günstig. Der hat zum Beispiel einen, der heißt Shiver, oder einen, der heißt Smashed. Und der neueste von ihm heißt The Dissolving Classroom, also das schmelzende Klassenzimmer. Und in einem von diesen Sammelbändern gibt es eine Geschichte, die finde ich total geil. Ich habe leider den Namen von der Geschichte vergessen, aber ich versuche das mal zu beschreiben. Es geht darum, dass auf einmal, was weiß ich glaube durch einen Erdrutsch findet, ist da so eine Wand von einem Berg, ja, also so eine ganz gerade Bergwand, wie durch so einen Erdrutsch irgendwie ausgelöst. Und die Leute finden die auf einmal, ja, diese Wand, ne? Und da drin sind aber Löcher, die Menschenformen haben. Also die sind genauso ausgeschnitten wie ein Mensch. Und irgendwie fühlen sich ganz viele Leute von diesen Löchern in der Wand, in diesen Wänden, finden sich total magisch angezogen. Und da gehen pilgern Leute hin, und auf einmal finden die heraus, dass es für jeden Menschen ein passendes Loch gibt. Und da passt nur er rein. Also nur der Mensch, der dieses Loch findet, der passt da rein. Und dann ist da eine riesige Menschentraube, und die Menschen fangen an, da reinzugehen in diese Löcher. Also die sind so faszinierend von diesen Löchern, die kommen nicht davon weg. Sie fühlen sich total angezogen und rennen dann in diese Löcher rein.
Und dann verschwinden die Leute. Und dann ist so ein Zeitsprung in der Geschichte und dann finden die auf einmal auf der anderen Seite von dieser Wand, also viele Kilometer weiter hinter dem Berg, finden die, dass da Löcher auch Löcher sind, aber die sind total verzerrt. Und irgendwann einer der Charaktere in diesem Manga, der leuchtet dann mit seiner Taschenlampe in diese Löcher rein und sieht, dass die Menschen rauskommen, die von der einen Seite reingekommen sind, als normale Menschen rauskommen und total verzerrt sind, also verlängerte Glieder haben, die Köpfe sind total verformt, weil die durch diese Löcher durchgeschoben wurden. Zentimeter für Zentimeter. Das ist super gruselig. Wow. Ja. Ich schaue mir gerade die Cover an von diesen Mangas und ich weiß nicht, ob ich das gerne freiwillig lesen würde. Ich lese mir gerade den, oder ich sehe mir gerade das Cover an von Dissolving Classroom. Ja. Das sieht ja schon aus wie ein Gore-Cover. Ja, ja. Also die haben auch manchmal sehr, sehr gewalttätige und sehr blutige Motive, die Mangas von ihm. Manche sind einfach nur so gruselig. Aber das sind echt sehr, sehr kreative Geschichten auch einfach. Das sind coole Geschichten. Mhm. Also bei Shiva zum Beispiel ist eine Geschichte drin. Das ist die Hauptgeschichte von Shiva. Ich spoiler die jetzt einfach mal. Also wer die Comics lesen will, muss einfach mal ein bisschen vorspulen. Und da geht es darum, dass eine Krankheit kommt. Und eine der Auswirkungen von diesen Krankheiten ist, dass die Leute am Anfang frieren. Und dann stellt sich ja, also wenn man die Krankheit beobachtet, dann sieht das so aus, als ob ganz kleine Löcher in der Haut drin sind. Und dann werden die Löcher aber über den Verlauf der Krankheit immer größer. Und die Leute frieren, weil der Wind dadurch weht, durch diese Löcher. Deswegen frieren die. Das finde ich auch so super gruselig. Ich sehe gerade ein Bild davon. Also damit machst du mir jetzt gar keine gute Laune. Und gerade zur jetzigen Zeit ist das vielleicht nicht doch das Richtige, was man sich zu Gemüte führen sollte. Aber es ist sehr interessant und sehr kreativ. Ne? Und es ist tatsächlich nicht diese Populärkultur, die ich konsumiere. Und das ist wirklich was ganz anderes. Ja. Ich bin ja schon von so Sachen geflasht wie One Punch Man und das ist ja schon mal drei Stufen weiter, ne? Genau, ja. Womit kann man sich denn jetzt zu dieser Zeit, wo man gut in Quarantäne ist, noch die Zeit vertreiben? Hast du eine gute Idee? Was ich in den letzten Tagen öfters mal gesehen habe, die Leute sortieren ihre Plattenregale oder ihre CD-Regale, was nicht die schlechteste Idee ist. Ist also, es bei dir sortiert? Also nach Buchstaben generell, oder so? Generell halte ich es nicht so mit der Ordnung. Mhm. Nochmal zur Info, also wer es jetzt noch nicht gehört hat, wir ziehen bald um. Mhm. Und in naher Zukunft heißt in weniger als 4 Tagen oder so ungefähr 4 Tagen. Und ich habe schon alle Tonträger rübergebracht und habe festgestellt, dass ich nichts sortiert hatte. Und ich nehme immer vor, das zu sortieren. Und dann fällt mir einfach nur ein, mach es doch alphabetisch. Aber ich habe es davor, als ich mal angefangen habe, was zu sortieren, habe ich tatsächlich ein bisschen nach Genres sortiert. Also ich habe deutsche Trash-Metal-Sachen zu deutschen Trash-Metal-Sachen gestellt, in nicht alphabetischer Reihenfolge, Death-Metal-Sachen zu Death-Metal-Sachen und so weiter und so fort. Und vielleicht auch also so ein bisschen nach Genres. Also ich habe mir schon geguckt, dass die Death-Doom-Sachen da neben den Death-Doom-Sachen stehen, also so, dass ich mir das so nach Stimmung aussuchen kann. Boah, total klug. Ich hatte eine Zeit lang so ein Chaos-Prinzip, ja? Von Haufen-Prinzip, wie bei den Lulofs. Ja, ja, genau. Und ich habe die Sachen trotzdem gefunden, aber dann habe ich es irgendwann noch, weil ich sonst den Überblick verloren habe, tatsächlich irgendwann alphabetisch gemacht. Und dann fällt einem wieder auf, man kennt das Alphabet gar nicht so gut. Ich muss es mir selber vorsagen, damit ich weiß, wo man hier kommt. Ja? Also bei LNMOP habe ich manchmal meine Probleme. Das muss ich mir tatsächlich auch sagen, weil MN, das ist manchmal ein bisschen, ja, verwirrend. Das sind wir auch noch die Dyslexiker, ja, wir können das alles nicht. Stell dir vor, du sortierst das wirklich so ein, also du hast, stell dir vor, du hast ein Brockhaus
total klug wirken, aber es ist total blöd geordnet. Ja, also überhaupt nicht alphabetisch. Ja, das wäre schon echt doof. das ist schon total Punk eigentlich. Was würdest du denn vorschlagen? Was würdest du mir vorschlagen, wie ich jetzt meine Platten zukünftig sortieren sollte? Also Platten und CDs. Ja, auf jeden Fall nach Alphabet. Ich glaube, das ist das einzige Prinzip, das funktioniert. Also auch mit dem, mach dir einfach so, so ein Spickzettel mit den Buchstaben oder eine alte Handy-Tastatur oder sowas. Dann siehst du, ja. Nein, aber ist Alphabet nicht so ein bisschen lame? Also ich kann jetzt mal den neuen Ort der Platten beschreiben. Das ist so eine Art Vitrine. Also es ist nicht mehr das IKEA Expedit. Skandal. Das ist jetzt alles im Skandal, sage ich. Ja, es ist jetzt ein bisschen spießigerer Schrank, aber mir gefällt er sehr. Meiner Freundin auch. Und da kann man halt durchgucken, reingucken. Und die Gefahr ist jetzt, dass A bis irgendwie C von dem Rahmen dieses Glases verdeckt wird. Also ah ja. Es fängt dann ja bei A an und dann sieht man die halt nicht mehr. Ja, aber ist doch egal. Also ich meine, du weißt ja, was du hast wahrscheinlich, oder? Hast du schon mal Platten doppelt gekauft, weil du dachtest, du hättest sie nicht? Tatsächlich nicht, aber bei CDs ist mir das öfters passiert. Ich habe auch, muss aber dazu sagen, ich habe mehr CDs geholt anscheinend als Platten, weil als Vinyl so viele habe ich gar nicht. Aber CDs habe ich sehr viele tatsächlich und mir ist aufgefallen, dass auch viele ungeöffnet waren und das finde ich nicht so gut. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mir viel lokalen Stuff gekauft habe und den eigentlich gar nicht so höre. Also viele habe ich mir aus Solidarität gekauft, also zum Beispiel die hören sowieso nicht Great on Fields, das waren Proberaum gegenüber Nachbarn von uns. Machen ihre Sache wohl gut, aber ist jetzt nicht eine Band, die mich jetzt vom Hocker haut. Ist so ein bisschen Metallica-esque und oder so ein bisschen Power-Metal-mäßig. Ich habe die CD jetzt trotzdem im Regal, ich habe sie noch nicht geöffnet. Ich weiß auch noch nicht, ob ich sie öffnen werde. Also sind so Kandidaten, die könnte ich mal zu Yeah Records bringen. Die hast du aber nicht doppelt, oder? Die habe ich nicht doppelt, aber ich habe ein paar Sachen tatsächlich doppelt gefunden. Ja. Und das aber nicht in derselben Version, aber keine Ahnung. Ich habe von Monotheist, von Celtic Frost, die damalige Promo-Version irgendwie in die Hände bekommen, also vom Album. Fehlen noch ein, zwei Tracks, ist mir aufgefallen. Und das Album habe ich mir noch mal auf CD gekauft, weil mir nicht mehr eingefallen ist, dass ich das noch auf Promo-CD hatte. Naja, gut, aber das ist ja noch nachvollziehbar. Ich hatte mal so ein Erlebnis mit einer CD, die habe ich mir zweimal gekauft, obwohl ich die gar nicht haben wollte, weder das erste noch das zweite Mal. und zwar, kennst du die Band Doom Sword? Das ist ja so eine Heavy-Metal-Doom-Metal-Band, die, ich glaube, der größte Hit von denen ist Woden's Rain. Die ist eine italienische Band, glaube ich, ist sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich mochte die total gerne. Also ich mochte das der Alben, ich habe den Titel leider schon wieder vergessen, total, total gerne. Und dann habe ich es irgendwann mal in so einem Plattenladen gesehen, beziehungsweise in so einem CD an und verkauft Hilux oder sowas. Und ich dachte, cool, Doomsort, nehm ich jetzt mit. Und dann stand ich so an der Kasse und habe mir die CD angeguckt und die war extrem günstig und die hat irgendwie 1,90 gekostet und dann habe ich die nach Hause gebracht und dann gucke ich so auf die CD und dachte, Battlesort, Doomsort, wie hieß die Band noch? Und dann war ich zu Hause und habe mir die Musik angehört und dann war das halt so eine Melodic Death Metal Band und ich dachte, okay, falsche CD, falsche Band, scheiße. Und dann ist mir das Jahre später nochmal passiert, genau mit der gleichen Intention. Oh nein. Ja. Aber das liegt auch, glaube ich, daran, du hast deine Tonträger über mehrere Räume verteilt. Kann das sein? Ja, ich habe Vinyl habe ich im Wohnzimmer und CD habe ich hier im Arbeitszimmer, wo ich auch gerade sitze. Ja, und dann sind es auch mehrere Regale und die auch nicht alle nebeneinander stehen. Doch, das schon. Also Platten und CDs sind brav voneinander getrennt. Und alle Platten stehen drüben und alle CDs stehen hier. Also ja.
Ich habe mich selber nochmal abgesichert, indem ich rüber geguckt habe, aber ja, ist so. Ich werde auch wahrscheinlich die CDs eher ins Arbeitszimmer räumen, weil ich finde CDs, das sieht irgendwie so ein bisschen... Ist schon ein bisschen uncool, ne? Also... Das ist nicht... Ja, daran liegt es vielleicht nicht, nur es sieht dann so mit... Ich sag mal so, ein CD-Regal sieht schon schnell rummelig aus. Ja. Ne? Und dann hast du, boah, und dann, weißt du, dann versuchst du die zu ordnen, dann hast du irgendwelche Special Editions dazwischen, die passen da nicht rein. Das nervt mich so hart, ne? Ja. Warum habt ihr mit diesen scheiß Digipacks angefangen? Warum? Ja. Vor allem, die Scheiße hält sich ja kaum. Ja, richtig. Da habe ich lieber ein zerkratztes Jewel Case, das ich da mal irgendwann mal ersetzen kann. Ja. Oder, ja, Jewel Cases sind ja auch nicht so geil, ne? Wenn ich die ins Auto nehme und dann da in meinen 6-fach-CD-Wechsler schmeiße, dann landen die erstmal da in einem Beifahrer. Im Fußraum. Fußraum, ja, da irgendwo rein, ne? Genau, in dieses Beifahrerfach, wo eigentlich nur eine Rettungsweste sein sollte. Und dann, ach so, du meinst Handschuhfach oder was? Ja, ins Handschuhfach und dann quillt das Ding über und dann stapelt man die CDs schon so, dass sie möglichst nicht gequetscht werden, dann werden die irgendwie doch gequetscht, dann kriegen die so eine Macke und man muss dann das Jewel Case wieder austauschen, weil es ja natürlich scheiße aussieht. Ach, aber auch diese Digipacks, ne, das ist auch nichts halbes, nichts ganzes, dann fehlt das Booklet da raus. Die Hölle. Totaler Scheiß. Ja, First World Problems, aber auf jeden Fall die Hölle. Ja. Aber es gibt am schlimmsten sind das, wenn da so ganz findige Labels, ne, meistens passiert das ja ganz gerne bei so kleinen Labels, dann denken die, Jewel Case oder Digipack, alles uncool, wir machen jetzt was ganz Neues. Sonderformat, ja. Ja, genau, irgendwie, ich hab hier, ich weiß gar nicht, von welcher Band das ist, ich glaube irgendeine japanischen Heavy Metal Band, die habe ich mir in Japan auch mal gekauft. Das ist so ein längliches Ding. Das sieht auch bizarr aus. Das sieht aus wie so eine verlängerte Postkarte und da drin ist halt so eine Mini-CD oder sowas. Das ist halt auch so absolut sinnlos. Das hat man entweder bei kleinen Labels, solche Sonderformate, dann irgendwie als Special Edition oder was weiß ich, oder bei so kleinen Bands, die gar keine Ahnung haben von irgendwie, keine Ahnung, was bestelle ich? Ja, ja, genau. Wie bringe ich meine Demo an den Mann und, ja, da habe ich auch einige von gefunden. Also als Lokalpatriot habe ich mir natürlich auch die eine oder andere CD mal andrehen lassen. Und da waren auch Sachen bei. Da dachte ich so, boah, musste das sein? Musste das jetzt wirklich ein Digipack sein? Ja. Musste das von die 10. Melodic Death Metal Band von Dan Swano gemastert sein? Hört sich doch sowieso keiner mehr an heute. Ja. Aber überleg mal, was diese kleinen Bands für Geld verschwenden, für ein aufwendiges Digipack, für ein aufwendiges Mastering, da hätte es einfach nur so standardmäßig gereicht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ne, und aber es wirkt dann nicht so richtig wertig. Ne? Ich glaube, die Idee dahinter ist, dass es dann ein bisschen wertiger aussehen soll. Aber tut's das tatsächlich? Ja, kommt stark drauf an, ne? Also ich habe auch, sag ich mal, die eine oder andere größere Band gefunden, ja, zum Beispiel, sagen wir mal, Creator, dann gibt's diese Hordes of Chaos irgendwas Edition, die man, was weiß ich, wie geil aufhalten kann, dann gibt es irgendwie ein umgedrehtes Kreuz oder so, und das ist dann nochmal in extra Karton reingepackt. Oh ja, wichtig. Ah. Ja, ich glaube, ich habe... Ich hab sowas auch, glaube ich, von einer Carpathian Forest CD oder sowas. Da erinnere ich mich dran, dass ich irgendwie auch so ein umgedrehtes Kreuz, wenn du das Digipack aufgemacht hast oder sowas. Auch so ein Klassiker. Aber es gibt ja auch echt, also ich finde das ja, also jetzt wo so, es gibt ja so ein paar Labels oder ein paar so Mikro-Labels, die echt auch mal wirklich auch was Kreatives machen, was ich dann schon wieder so absurd finde, dass ich es cool finde. Es gibt zum Beispiel ein Label, das heißt Stratford CT. Das ist ein Label, das macht nur so Elektrozeug. Ich habe hier im Podcast habe ich schon mal von meiner Liebe zu Hotel Pools erzählt, glaube ich.
Und das ist eine Gruppierung oder ein Musiker, der halt so Elektrozeug, so oldschooligen Wave macht. Und Dreadford City bringt nur so Kram raus. Also so Elektromusik im Retro-Format. Und das ist ein Label, das so ein bisschen Kultstatus mittlerweile erreicht hat. Und die bringen echt witzige Releases raus. Tendenziell kommt da alles immer auf Tape raus. Also natürlich digital, weil das einfach deren Ding ist, halt Musik digital zu vertreiben, aber halt auch auf Tape und Vinyl zum Teil auch. Und die hatten, ich guck mir das gleich mal an, ich bin nämlich gerade auf der Website von denen, die hatten so ein paar richtig geil, bizarre Releases. Die hatten, genau, nicht eine Flexi-Disc, also nicht eine Flexi-Disc, sondern, ich weiß nicht, wie man das Format nennt, Lathe-Cut, hast du davon schon mal gehört? Lathe-Cut, beschreib mir das mal. Ja, das ist halt tatsächlich ein Stück, wie soll man das nennen? Alle Hörer bitten das zu entschuldigen, aber das ist halt wie so ein Stück Plastik oder Vinyl in Plattenformat, also so, ne, als Viereck. Mhm. Aber da sind halt. Als Viereck. Genau, und da sind halt Rillen aber drin, dass du das auf dem Plattenspieler abspielen kannst. Auf diesem Plastik. Das habe ich schon mal gesehen, das habe ich mal als Heftbeilage gesehen. Ich weiß nicht mehr. Ja, wo. Ja, ja, ich hatte das könnte auch mal als Heftbeilage. Könnte die Zero Tolerance sein? Ja, aus UK, die hatten auch mal sowas. Die hatten, glaube ich, mal mit Carcass sowas gemacht und dann das Format habe ich schon mal gesehen, ja. Hat eine fürchterliche Soundqualität. Ja, ja. Hat eine fürchterliche Soundqualität, weil ich erinnere mich, dass ich das auch mal irgendwie bei so einem Magazin irgendwie als Beilage dabei hatte und klingt ganz schlimm, aber natürlich irgendwie auch sehr cool. Ne? Das ist schon wieder so obskur und seltsam, dass es schon wieder ja, cool ist. Ja, das ist nur so ein Sammlerding, ne? Denke ja, ich mal. Ja. Also das kann man mal machen. Ja. Genau, das ist Flexidisc. Ich glaube, Flexidisc generell waren immer viereckig, ne? Wegen ich weiß das nicht. Das kann wegen sein, diesem ja. Heftformat, doch. Ja, okay. Passt halt besser rein und geht halt nicht so leicht kaputt, ne? Und das ist halt so biegbar. Eignet sich, sagen wir, eher zur Promo, ne? So für eine Single. Du hast ein Album oder bringst ein Album raus und dann lässt du nochmal sowas beilegen, damit die Leute reinhören können. Ist so ein, sag ich mal, was, eher was Historisches. Ja. Kann ich mir vorstellen. Nicht das Schlechteste. Auch ein kleines Label. Kennst du auch bestimmt. Ist auch so leicht aus unserem Dunstkreis. Urtod Void. Oder Urtod Records. Kenn ich, ja. Ich glaube, das Void muss man nicht dazu sagen. Ich glaube, das heißt nur Urtod. Steckt so ein Typ hinter, der Igor. Der ist ein ganz netter. Und, ich habe den auch mal persönlich kennengelernt. Grüße gehen raus, Igor, falls du das hören solltest. Falls er das hören sollte. Und der gibt sich extrem viel Mühe. Also das ist schon, geht so in die Richtung Handcrafted. Und was ich mal mitbekommen habe, ich bin jetzt auch gerade auf seiner Webseite, weiß nicht, ob das das Einzige ist, was er da so in der Richtung gemacht hat, eine Wooden Box. Mhm. Und irgendwie limitiert auf 50 und da ist eine Kassette einfach nur drin in der Wooden Box. Mhm. Und dann ist da noch eine Brosche drin und was weiß ich was alles. Und die Brosche ist nochmal in einem Samtsäckchen und ja, es ist schon was für Sammler, aber das führt halt dazu, wenn du solche Sachen sammelst, dann musst du halt dir regaltechnisch irgendwas einfallen lassen, ne? Ja, oder das Zeug verstaust. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt persönlich kein Fan von, aber es wird wohl den einen oder anderen geben. Mhm. Ja. Auch witzig finde ich das auch. Ich habe auch, ich habe auch eine Holzbox hier von einem Release, aber da werde ich wahrscheinlich in unserer nächsten Hauptfolge drauf eingehen. Aber deswegen will ich das jetzt nicht spoilern. Also ah, okay. Hat nichts mit dem Format an sich zu tun. Ist jetzt reiner Zufall, dass das Formatthema jetzt gekommen ist. Zu unserer nächsten Folge und was wir darüber sprechen werden. Gut, Fredi, wir haben eine Stunde. Sollen wir mal ganz kurz noch einen kleinen, ich wollte mit dir noch ein klein wenig noch über die ganzen ausfallenden Veranstaltungen reden. Also wieder zurück zum Anfangsthema kommen. Das ist echt traurig gerade, was da so passiert. Ne? Es muss sein, leider. Aber es
bringt so ein bisschen die Veranstaltungsbranche ins Wanken. Ja. Also nicht nur Veranstaltungsbranche, sondern halt auch Leute, die da, also es betrifft ja irgendwie alle, ne? Also es betrifft die Fans, es betrifft die Veranstalter an sich, es betrifft die ganzen Techniker, die hinter der Veranstaltungsbranche stehen. Ja. Im letzten Drittel oder im letzten Teil betrifft es halt vor allem die Musiker, beziehungsweise die Bands, die da irgendwie mitmachen und so. Und das ist schon echt fies. Obwohl die Veranstalter. Ja, was kann man denn da machen? Lass mal die Liste durchgehen von Personen. Ja. Was kann man da jetzt machen? Also jetzt irgendwie Soli-Partys oder so, Corona-Partys, boah, nee. Also so muss man nicht machen, da will ich schon direkt von abraten. Das führt nur dazu, dass das noch länger so anhält. Mhm. Das ist, glaube ich, die schlechteste aller Ideen. Ja. Ja, bei so Freelancern, ne, das tut mir ja wahnsinnig leid, ne? Das ist ja echt scheiße. Die werden ja dann, weiß nicht, dann wird ein Mischer für eine Tour gebucht und die fällt aus. Das sind ja wirklich mehrere Arbeitstage und Wochen, die dann wegfallen, ne? Ja, und Einkommen halt auch einfach. Das da fehlt, das ist halt das Krasse, glaube ich. Also wenn du davon lebst, ist das halt echt richtig kacke gerade. Deswegen, ja. Habt richtige Job statt nur Künstler zu sein, Leute. Ja, das ist leichter gesagt, ne? Hm. Viele passen auch nicht so einen richtigen Job rein. Also ich finde, das kann man, also was denkbar wäre, ich würde dann bei den nächsten Veranstaltungen, wenn sie dann mal wieder stattfinden würden, einen Obolus drauf bezahlen, damit die Leute auch ordentlich bezahlt werden. Also man sollte sich nicht, man sollte sich in Zukunft vielleicht nicht als Freelancer, ist jetzt leicht gesagt, damit abspeisen lassen, für 50 Kunden am Abend da irgendwas zu machen, sondern man muss vielleicht mal die Veranstalter in die Pflicht nehmen, dass die Leute auch ordentlich bezahlt werden, ne? Oder es ein bisschen kompensiert wird. Und da müssen die Fans dann auch vielleicht gucken, dass sie das Geld nicht Eventim in den Hals stecken, sondern irgendwie sich die Wege suchen, wie das Geld direkter zu den Leuten kommt. Ja, obwohl das natürlich Veranstalter in die Pflicht nehmen hat für mich aber auch leider so einen faden Beigeschmack, ne? Also weil wir kennen ja beide Veranstalter und wir wissen nicht, wie viel Herzblut wir haben. Wir haben auch selber mal veranstaltet, ne? Also ich meine damit jetzt nicht die kleinen Veranstalter in Größe, was weiß ich, 250 bis 500 Besucher, sondern eher so größere Veranstalter, ne? Ja. Und bei den kleinen, da sind halt meistens diese Herzblutgeschichten, ne? Wie das Unholy Metal Mayhem, was jetzt auf das Jahr darauf verschoben wird, was für mich auch eine ganz gute Lösung ist, weil damit entgeht man erstmal der Sache, dass man das sowieso für die nächsten Monate nicht sagen kann, ob es stattfinden kann oder nicht. Und dann zweitens schiebst du das ja nicht auf irgendwelche Termine, wo die Leute schon was vorhaben oder wo dann alle auf einmal jetzt den Termin haben wollen, ne? Klar. Ja, ist halt nur jetzt bitter für Leute, die da monatelang Bands gebucht haben, was organisieren, ihr eigenes privates Geld, was sie aus dem Job haben, da noch reinstecken. Das ist halt futsch. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt krass und ich finde halt, ne, ich glaube, ich spreche jetzt mal von den Leuten, die so leben wie wir oder so leben wie ich. Ich glaube nicht, dass es wehtut, wenn die Konzertkarten, und darüber haben wir uns auch schon mal aufgeregt, immer teurer werden oder sowas, aber ich glaube nicht, dass es uns beiden jetzt persönlich wehtun würde, wenn zum Beispiel jetzt einfach mal ein Konzert nicht stattfindet und wir die Kohle nicht zurückkriegen, weil ein kleiner Veranstalter halt das gerade nicht leisten kann. Ne? Ich rufe jetzt niemanden dazu auf, kein Geld zu verlangen, wenn er kein Geld hat und das tatsächlich was ist, was für den problematisch ist, ne? Aber für Leute wie uns, die halt voll im Leben stehen, in Anführungsstrichen, und halt eigentlich die Kohle haben, dass so ein Ausfall halt mal passieren kann, und das ist ja wirklich höhere Gewalt, dann ist es nun mal so. Also da denke ich nur an so Leute, die jetzt so nicht im unmittelbaren Dunstkreis von uns sind, aber so im mittelbaren Dunstkreis, wie beispielsweise Leute vom Hammer of Doom, die oder Mikitoshi Matsu, wo wir auch den Post so gemacht haben mit dem Aufruf beziehungsweise mit dem Bit zum Spenden. Den hat die Corona-Krise ja auch relativ früh ja schon erfasst im Februar bei seinem True Fresh Fest, wo ganz viele Leute ihr Geld zurückverlangt haben, weil drei Bands abgesagt haben und er einfach nicht die Bands buchen konnte, die er eigentlich am Anfang wollte, ne?
Da werden zwar andere Gründe für angegeben, aber natürlich hat die Corona-Krise was damit zu tun, dass Bands halt jetzt momentan nicht auftreten können. Und er, das kann man so sagen, hat ja praktisch seine Existenz damit verloren, dass so viele Leute ihre Kohle zurückverlangt haben. Oder es droht ihm halt der Verlust seiner Existenz als Plattenladenbesitzer und zukünftiger Veranstalter. Ne? Und da finde ich, dass es, also da wäre es mir echt scheißegal. So, weißt du, nimm meine 50 Euro, wenn ich jetzt nicht komme, ist das nun mal so. Und wenn das nicht stattfindet, dann ist das nun mal so. Tut mir echt leid, aber kann man nichts machen. Es geht um den Veranstalter des Two Trash Fests in Japan, ne? Also nochmal zur Zusammenfassung. Wie war da jetzt der Spendenstand? Habe ich nicht mehr weiterverfolgt, muss ich sagen, aber es hat mich Du hast aber viel gespendet. Ich hab's gesehen. Ich hab's noch nicht gemacht, sollte ich mal. Aber es war wirklich unglaublich viel. Also es war, oder ich meine generell, was Leute gespendet haben, auch so einzelne Bands, ne? Mal hier ein 100er, das ist echt nicht schlecht, also. Ja, das ist das Coole so. Also ich glaube, die Bands, die da alle gespielt haben, ich habe mit den Leuten, die da gespielt haben auf diesem Festival, die berichten eigentlich nur mit glasigen Augen davon, weil die halt sagen, das ist so cool und Miki Toshi als Veranstalter gibt sich da so unglaublich viel Mühe und steckt da so unglaublich viel Herzblut rein. Und das ist was mir dann einfach leid tut. Ne? Also der, auch wenn ich nie da gespielt habe und auch wenn ich vielleicht auch nie da spielen werde, ne? Finde ich das einfach cool und was ich so persönlich gehört habe, ist, dass es echt ein richtig cooles Festival ist und die deutsche Version von dem Festival war ja auch richtig cool und ich finde es halt einfach schade, dass wenn das jetzt deswegen halt eingeht, ne? Ja, vielleicht kann ja noch der eine oder andere was spenden. Genau. Das wird es wahrscheinlich noch für andere Veranstaltungen geben oder für andere Veranstalter. Das wird ja wohl nicht der letzte sein, leider. Ja. Und Leute, zeig mal ein bisschen Einfühlungsvermögen, ne? Und Solidarität. Darum geht's. Ja, das Wort wollte ich eigentlich nicht in den Mund nehmen, weil es schon so ein abgenudeltes Wort ist, ne? Aber vielleicht sich einfach mal in die Situation versetzen, was würde ich oder wie würde es mir ergehen, wenn ich da Herzblut reingesteckt hätte und dann auf einmal sowas passiert. Ne? Ja. Naja, das ist jetzt momentan eine Krisensituation. Wir müssen alle gucken, wie wir damit klarkommen. Man dachte ja lange genug, es trifft einen nicht und jetzt trifft es eigentlich die Metal-Szene überraschend stark oder die Musikfreunde-Szene ja eigentlich, ne? Mhm. So viele Kulturangeboten, die jetzt einfach ausfallen und auch auf unbestimmte Zeit erstmal ausfallen, das ist schon echt traurig. Mhm. Aber man kann die Zeit anderweitig nutzen. Und ich glaube, am wichtigsten ist es da, die Ruhe zu bewahren. Und das finde ich ist auch nochmal eine wichtige Botschaft an alle, die da draußen diesen Podcast jetzt gerade hören. Bewahrt die Ruhe, kauft keine Klopapierrollen, nicht zu viele, wenn ihr sie nicht braucht. Und lasst euch nicht runterkriegen. Ich glaube, das ist am wichtigsten. Weil jede Krise hat vielleicht mal eine. Kauft vielleicht mal eine Live-DVD. Ja, wäre das nicht gut. Was? Genau. Willst du nicht mal eine empfehlen? Wo wir gerade beim Thema sind, ich gucke gerade auf die True Thrash Fest DVDs, die alle sehr, sehr günstig zu erwerben sind zum Beispiel. Also nicht nur aus Japan zu kaufen, die kriegt man dann, glaube ich, bei jedem größeren Label hier auch in Deutschland. Die sind alle sehr cool und geben eigentlich einen ganz guten Ausblick darauf, wie das Festival so ist. Eine Live-DVD, die ich auch immer wieder empfehlen kann, die ich auch so großartig finde, habe ich auch im letzten Podcast erzählt, ist diese Type of Negative Live-DVD, die so Staged Reality ist. Nee, gar nicht. Die sehr viele Elemente drin hat, die aus dem Backstage-Bereich sind und einfach spontan reingeschnitten sind. Die ist einfach witzig. Welche DVD fällt mir noch ein? Oder wo gucke ich gerade noch so drauf? Wenn ihr Bock habt, Festival-DVDs sind immer cool, oder? Also hast du ein paar? Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch ein paar, was ich aber so, was mir so ins Auge sprang die letzten Tage, war die Live-DVD von Death Live in L.A. Sehr geiles Teil. Also es ist, okay, damit unterstützt man jetzt aktuell keinen. Aber also wenn man sich jetzt ein bisschen ablenken möchte und so, das ist echt eine gute Nummer und super Band und das kann man sich noch ruhig mal zu Gemüte führen.
Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Destruction hatte auch mal so eine ganz trashige Live-DVD. Ich weiß nicht mehr. Das war. Die liegen, das sind so DVDs, die liegen immer in so zweifelhaften Ecken in so Saturns oder sowas. Ne? Die sind auch nicht so liebevoll aufgemacht. Live Discharge. Okay, die ist gar nicht so trashig. Also, okay. Also im Sinne von müllig. Also, es ist nur. Es ist halt das Prinzip Musik-DVD noch zum recht frühen Zeitpunkt, wo die Bildqualität auch noch nicht so mega war und oder generell sind das alte Sachen ja nicht, aber es ist trotzdem sehenswert, ist halt noch dieses DVD-Format und DVD-Menü und da muss ich mich ein bisschen dran erinnern, muss ein bisschen schmunzeln. Ja, genau. Das kann man sich zu Gemüte führen. Die Live Discharge, die ist wirklich nett anzuschauen. Oh, und die funktionieren ja auch gut alleine, wenn man in der Isolation sitzt. Genau. Hast du vielleicht noch was Punkiges oder irgendwie was aus dem Hardcore-Bereich? Ich habe viele Hardcore-Dokus, also keine Live-DVDs leider, aber viele Dokus. Das ist natürlich auch eine coole Zeit, jetzt nochmal so in Dokus und auch viele Musiker-Dokus reinzugucken. Auf jeden Fall. Jetzt hat man die Zeit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Genau, ja. Da kann man sich nochmal Last Days Here, Story of Anvil angucken oder We Are X, die Ex-Japan-Doku, die ist auch sehr gut. Oder I Am Thor, die Dokumentation über den Musiker Thor, John Mickle. Und was gibt's noch? Da gibt's noch Lords of Depravity aus dem Hardcore-Bereich, kenne ich noch American Hardcore, die ist sehr cool. Und Salad Days ist eine so super coole Doku über die Straight Edge Szene. Ist alles sehr empfehlenswert und vielleicht eine gute Alternative zu Live-Konzerten jetzt gerade. Mhm. Okay. Dann pack mal irgendwie einen Song mal stellvertretend für eine Live-DVD auf die Todgehört-Playlist. Machen wir. Gut. Okay. Ich pack Ende? Metal Discharge von Destruction drauf. Alles klar, mach mal. Ich pack mal was anderes drauf. Ich mach einfach mal X von X-Japan, weil viele kennen die Band, aber noch nicht alle. Und das ist das Blue Blood Album, das erste Album von dieser Band. Das ist ein großartiges Album. Und der Hitsong X ist wirklich fantastisch. Wer da nicht direkt mitsingt, der hat verwirkt. Ich weiß es nicht. Ich schaue es mir an. Die DVD ist auch unheimlich günstig zu haben, ne? 5,79 bei Amazon. We Are X. Hammer. Ja. Also die ist ein bisschen, die ist schon ein bisschen sehr kitschig, weil die ist schon echt ein bisschen peinlich, aber da sind coole Live-Aufnahmen dabei und das ist auch eine interessante Bandgeschichte eigentlich mit viel Tragik und viel Drama in der Bandgeschichte. Ist schon auch ein bisschen, also man kann es auch ein bisschen belächeln, wenn man sich mit der Band beschäftigt, aber es ist auch irgendwie eine schöne Geschichte, ja. Die hat so ein schönes Ende wie bei Story of Anvil. Da ist das Ende ja auch total schön eigentlich, ne? Und aber ich will nicht spoilern. Okay. Ja, wir kommen so langsam mal zu Ende. Wir haben auch ganz schön lange gemacht, aber wir haben auch irgendwie viel Redebedarf gehabt. Ich vermisse den Max auch ziemlich. Ja. Oh Mann. Vielleicht macht ihr beiden nächstes Mal nochmal ein Bootleg in Zeiten des Social Distancings. Schauen wir mal. Oder du Schauen machst einfach mal mit Max. Du hast ihn noch vermisst. Ich vermisse Max gar nicht. Ich finde das geil. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir auch ohne dich hin. Ja. Ne? Also. Ja, danke. Ja. nein, alles gut. Max, wir vermissen dich. Komm gut aus Paraguay wieder. Das klingt jetzt, als ob er irgendwie irgendwo verschollen ist oder sowas. Melde dich bitte, Max. Max, bitte melde dich. Er hat sich jetzt in andere Gefilde geflüchtet. Ich erwarte ihn trotzdem aber am Samstag beim Umzug. Boah, ich hoffe so sehr, dass es keine Ausgangssperre gibt, ne? Ich hoffe das so sehr. Gut. Friedi, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, die Zuhörer hatten auch ein bisschen Spaß und konnten sich ein bisschen ablenken in den fast anderthalb Stunden, die wir jetzt hier durchgeredet haben. Ich gebe euch noch eine Sache mit, euch allen, die das hören. Lasst den Kopf nicht hängen, lasst euch nicht verunsichern. Haltet euch
an die Regeln, die uns vorgegeben werden, und seid mal ein bisschen weniger Rebell jetzt gerade. Das ist tatsächlich nötig, um die Kurve ein bisschen abzuflachen, vor der wir gerade stehen. Am wichtigsten finde ich aber, bleibt vernünftig und bleibt gesund. Und das geht, glaube ich, an euch alle hier raus. Genau, stay safe. Stay safe. Kann man sagen. Keep your health. Up your ass. Up your ass. Irgendwie so. Stay home and worship Satan oder sowas. Gut. Ja. Vielen Dank, Freddy. Vielen Dank, Zuhörer. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.